ich ja Bock, das. Oh, es geht schon los. Monkey Ruffy. Wir machen Silhouettenquiz. 40 Silhouetten. Ich meine nicht, dass das schwer ist. Ich meine wirklich, dass es einfach sein sollte. Den ersten hatten wir, Monkey D. Luffy. Easy peasy. Mit der Barmusik von One Piece ist das gar kein Problem. Okay. Ich warte ein bisschen ab. Ich lasse euch ein bisschen mitraten, weil ihr seid ja dumm und ich weiß das alles. Das ist nämlich Along. Na, tricky. Also One Piece Fans, die sich nicht auskennen, nicht so wie ich, werden jetzt hier strugglen. Aber ich weiß natürlich Bescheid, das ist Rob Lucci. Ja, der Lucci. Also bitte, ja. Frankie natürlich. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Übrigens, falls mein Internet heute wieder ausfällt, werde ich so schreien. Ich werde so schreien, dass alle Nachbarn wach werden. Ich sag's, wenn mein Internet ausfällt, ich schreie. Ja, wieder ein Koloss von einer Silhouette. Das können viele fummeln. Aber natürlich mein Bruder Fujitora. Ja? Wir haben ja die gleiche Sehstärke. Wir sind connected miteinander. Ja, easy. Easy, easy. Da kann ich noch vorlesen. Wexel, vielen Dank für den rausgehauenen Sub. Es ist nämlich Monkey D. Dragon. Ja, also come on, es ist doch ganz klar Kan Kinemon. Ja, ich dachte, ich wollte kein Juno sagen, ne? Ich und mir. Komm hier nochmal Schwere? Was soll das? Leute, es ist der Bruder aus der Shisha-Bar. Smoker mit der geleckten Mähne von Mami. Schaut euch ihn an. Retalk Smoker ist ein bisschen Shanks, oder? Digga, wie lange haben wir Smoker bitte nicht mehr gesehen? Wie lange? Okay, da habe ich kurz den Namen überlegt. Aber ist natürlich die im Japanischen die Stimme von Son Goku hat, nämlich Doc Kulea. Ratan, ich danke dir für den Tier-1-Sub. Ehre geht raus. Ja, Sohn, auf Stirn zeigen, weil stolz. Na, okay. Ich hatte ein bisschen Eierflattern gerade beim ersten Sehen von dieser Silhouette. Aber es ist natürlich ganz, ganz klar Sir Crocodile. Miss Doublefinger? Hieß sie so? Das ist die von Alabaster, ne? Miss Doublefinger. Die hieß Miss Doublefinger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Miss Doublefinger hieß. Ja, Bruder, diese Pose kennt man doch, oder? Kennt man doch. Es ist nämlich Doflamingo. Digga, ist in meinem Herzen drin, dieser Charakter. In meinem Herzen ist er drin. Es ist nämlich Bellamy. Der Legendäre. Wer ihn nicht geliebt hat, ich weiß auch nicht, was mit euch falsch ist. Er war der Geilste. Ja, Bruder, ey, es ist ja wirklich. Foxy. Also, wir sind jetzt bei 3 Minuten. Das war bis jetzt super, Baby, leicht. Vielleicht wird es mal ein bisschen schwieriger. Foxy, meine Damen und Herren. Soll ich ein bisschen auf Flex machen? Ich mach ein bisschen auf Flex, Digga. Ich geh jetzt auf 1,5. Ich mach es richtig flexy. Richtig flexy. Richtig auf Flex. Auf Hardcore angelehnt. Papak. Fishman Island. Oh, Digga. Ich spüre jetzt schon, wie das bisschen das Herz rast. Papak. Der Sternemann. Doc Bader. Auch bekannt als Hiluk im Japanischen. Wann stirbt ein Mensch, Freunde? Wann stirbt er? Könnt ihr mir das sagen? Nices Bild, Alter. Will ich auf Insta so posten. Okay, damn. Khalifa, Bro. Ich dachte kurz Robin, aber es ist Khalifa. Gewagtes Outfit. Aber hey, respektiere ich. Bruder. Ja, okay, Ben Beckmann. Die Knarre ist es nämlich. Die Knarre eines Mannes, so auch sein Johannes. Ganz easy. Ja, Bruder, diesen Bierbauch, Alter, würde ich erkennen. Das kann entweder sein, Williamson sein oder Moria, aber ich gehe mit Moria. Ah, oh, Bruder, der gute alte Doktor hockt zu dem Back. Hm? Oh, okay, das ist... Ah, nee. Ich dachte kurz, aber ich bin ja nicht so noob wie ihr. Ist natürlich Caesar Clown. Ja, das ist Tenryu Bito von Sabaody. Keine Ahnung, wie der heißt. Also, das Ding ist, es werden hier. Wie heißt es? San Juan
Carlos oder so? Heißt der so? Was machen wir hier? Referee? War? Was machen wir hier? Ich hab's sogar im Nachhinein gesagt. Ich finde, das ist ein Punkt, weil man muss eh keinen Namen nennen. Son Goku. Kapi. Ace! Die Attack hat doch gefühlt einmal angewendet. Das wieder. Viele von euch werden es nicht wissen, aber ich bin natürlich ein Goat. Das ist Kizaru. Ja? Habe ich an der Frisur entdeckt. Ja, Bruder, was soll ich denn da noch sagen? Ihr wisst, es ist einfach Corby. Warte mal kurz. Seid ehrlich. Also, ich weiß ja auch nicht, warum Netflix bei mir noch nicht angerufen hat. Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen. Warum hat Netflix noch nicht bei mir angerufen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, gibt es eine bessere Besetzung? Bitte sagt es mir ins Gesicht, wenn es eine bessere Besetzung gibt. Ich bin der Überzeugung, es gibt keine bessere. Ey, wie krass auch, dass ich den Besen einfach als Requisite in der Hinterhand hatte, ne? Was ist denn das bitte, für einen Premium-Streamer? Wir machen auf jeden Fall weiter. Kaido. Es ist ganz klar Kaido. Easy peasy. So eine Statur hat der Junge. Jawohl, was ist das denn? Das ist Robin, aber ohne die Alabasterbräune. Die ist nämlich schon lange, lange weg. Das ist Shirahoshi, aber ey, die Proportion von One Piece Charakter, ne, beim Leibern ist manchmal Scheiße, Alter. Manchmal ist es echt zu krass, wirklich. Ich habe übrigens eben Shirahoshi gesagt, ne, nicht, dass du mich jetzt vollholst. Ja, Digga, was ist das denn hier? Usoppen! Digga, eine Folge Jojo beim Essen muss sein. Scratch mit Apu. Eine Folge Jojo beim Essen muss sein. Oh shit, let's. Okay, never mind. Ich dachte, es ist ein Filler-Charakter, aber es ist Roger. So ein Ding ist das. Ja, Blüdel. Er ist natürlich Sabo Abi. Wer kennt sie nicht? Sabo Abi. Scheiße. Spaß, Junge, ist Jinbei. Ja, ey. Come on. Ganz, ganz klar, Capone. Seffi Beast, ich danke dir für den knackigen Resap. Oh. Ist das Dingens? Müsste, ne? Killer, oder? Ist Killer. Killer. Der Bruder von Shiki. Ja, ne? Das ist Boam mit dem Hancock. Schwierig. Ja, Junge. Ist natürlich Bug the Clown. Ja, also Bruder, das war ein bisschen zu leicht. Also es war sogar ein bisschen, das war sogar ein bisschen zu leicht. Ja, das war zu leicht, Digga. Das war so easy. Das war 40. 40 von 40. Wer hätte gedacht, dass ich das nicht hinkriege? Was ist das denn? Was ist mit euch los?